Ja, wie messe ich einen Profilzylinder aus? Hier habe ich ein Musterstück liegen, wie wir sehen. Um den Profilzylinder auszumessen, benötigen wir einfach nur ein Maßband oder einen Zollstock. Und in der Regel ist es eigentlich ganz einfach. So, wie gesagt, wir bauen den Profilzylinder aus. Dann messen wir von der Außenkante des Profilzylinders hier bis zur Mitte des Gewindeganges hier. Das sind jetzt in dem Falle 55. Und genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Von der Außenkante bis zur Mitte des Gewindeganges. Das sind 30. Das heißt, unser Profilzylinder hat ja Maße von 55/30. Damit können wir jetzt zum Baumarkt gehen oder im Schlüsseldienst oder einen neuen Profilzylinder bestellen. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, nehmen wir den einfach mit und dann sind wir auf Nummer sicher, dass wir auch genau die gleiche Größe wieder bekommen. Zu der Höhe oder zu der Dicke, Breite, das sind Normmaße, da müssen wir nichts vermessen. So, das war die erste Methode, den auszumessen, beziehungsweise wenn der Profilzylinder eingebaut ist in der Tür und wir möchten den ersetzen, weil er hakt, aber wir können ihn jetzt nicht ausbauen, da das unsere Haustür ist, da wir keinen anderen zur Verfügung haben, ist das im Grunde auch ganz einfach. Wir messen den Profilzylinder auch wieder von der Außenkante bis zur Mitte des Gewindeganges, beziehungsweise hier ist eine Öffnung im Schloss, wo die Schraube nachher, die PZ-Schraube oder Profilzylinderschraube durchgeht, wird im Grunde genau gemessen wie wie gerade eben. Also hier haben wir auch 55 mal 30. So, hier bei diesem Modell ist es so, dass wir sehen, dass dieser Profilzylinder zu groß ist für diese Türbreite, da der innen drinne, hier ist jetzt drinne, da der jetzt übersteht ungefähr einen Zentimeter. Das ist im Regelfall jetzt nicht schlimm, sieht vielleicht nur ein bisschen doof aus. Schlimmer wäre es, wenn der jetzt außen überstehen würde, weil das lockt Diebe an. Da man hier ganz einfach mit einer Kneifzange oder Wasserpumpenzange an diesen Profilzylinder rankommt und mit Hebelwirkung kann man den ganz leicht abbrechen. Das vermeiden wir oder wollen wir vermeiden, indem wir, wie gesagt, den Profilzylinder ausmessen. Der sollte schon bündig sitzen. So. 1-2 mm kann er ruhig rausgucken. Sage ich mal, dürfte eigentlich nichts passieren, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn er bündig ist. So bieten wir den Einbrecherdieb keine Möglichkeit, in den Profilzylinder zu packen. Ja. So, das waren die zwei Sachen. Einmal in der Tür eingebaut oder wenn man die draußen hat, wie man die vermisst. Eigentlich ganz einfach. Ja, und da kann man losgehen zum Baumarkt und sich einen neuen kaufen. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.